Willkommen zurück bei Risen. Ich wollte offscreen ein bisschen unser Zeugs verkaufen, was wir noch da haben, obwohl das glaube ich nicht allzu viel ist, hier bei Leonardo und habe dann noch eine Gesprächsoption gefunden. Und zwar konnten wir Gary hier noch verpetzen und das werden wir auch machen. Gary hat sich einen Teil der Ware abgezwackt. Wusstest du das? Was? Gary? Nein, davon hatte ich keine Ahnung. Dieser Idiot. Ich habe ihn davor gewarnt, sich mit dem Don anzulegen. Ich gehe davon aus, dass du dich darum gekümmert hast. Hier, nimm einen Heiltrank für deine Mühen. Ja, sehr schön, danke. Okay, hast du noch Tränke? Hast du noch Tränke? So, ich glaube, wir haben auch nicht viel zum Verkaufen. Genau, hier das Schwert ist nicht viel und das Schild brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ja, nochmal 20. Egal, besser als nichts. Wir brauchen jeden Penny. Sind bald bei 400 jetzt. Wow, das ging fix. So, sehr schön. So, dann gucken wir mal hier. So viele Leute, unglaublich. Okay, Ordenskrieger. Nein, mit dem nicht. Hernandez. Na, was spazieren wir denn hier herum, hm? Ich hoffe, du hast dich nicht verlaufen, was? Was gibt's hier denn schon Spannendes zu sehen? Ich wusste nicht, dass der Zutritt hier verboten ist. Was gibt's hier denn schon Spannendes zu sehen? Jetzt werd mal nicht frech. Wenn du hier herumschnüffelst, um uns zu beklauen, dann kannst du was erleben. Ich stehe hier schließlich nicht zum Spaß. Außerdem kenne ich dich nicht. Du könntest ja vom Don geschickt worden sein. Hat das wohl schon öfter Probleme mit den Jungs vom Don? Ich hörte, ihr haltet einen Schatzsucher gefangen. Ich hörte, ihr haltet einen Schatzsucher gefangen? So ist es. Und er wird auch weiterhin in diesem Haus bleiben. Es sei denn, der Mistkerl redet. Wegen eures gefangenen Schatzsuchers. Was genau werft ihr ihm vor? Der Kerl ist ein Verbrecher. Er wird hier bleiben, bis wir die drei Goldschalen haben, die er versteckt hält. Carrasco hat mich angewiesen, den Gefangenen so lange hier zu behalten, bis wir die Schalen in unseren Händen halten. Wie könnte ich dich dazu bewegen, ihn freizulassen? Du willst mich da wohl nicht etwa bestechen, oder? Das wirkt bei mir nicht. Du wirst dich so lange gedulden müssen, bis ich eine Nachricht von Carrasco bekomme. Erst wenn die Sache mit den drei Goldschalen geregelt ist, werde ich Olf wieder freilassen. Okay. Hattest wohl schon öfter Probleme mit den Jungs vom Don? Natürlich. Die warten doch nur auf eine Gelegenheit, um uns Ordenskrieger wieder loszuwerden. Schau dir doch einfach mal den Burschen da drüben auf der anderen Seite der Straße an. Sein Name ist Tony. Der glaubt wirklich noch, dass ich nicht merke, dass er uns schon seit Tagen beobachtet. Ich wette mit dir, der wartet nur auf eine Gelegenheit, in unser Haus einzubrechen. Mir wäre wohler, wenn der Typ endlich verschwinden würde. Ich werde dir bei deinem Problem mit Tony helfen. Oh, gute Idee. Ich kann seine dämliche Visage nicht mehr sehen. Obwohl, mich würde ja schon interessieren, was er hier eigentlich sucht. Ich werde mit ihm reden und das rausfinden. Hör mal, du Spaßvogel. Noch einen Schritt weiter und du wirst es bereuen, klar? Ach, ich darf gar nicht rein, okay. Sag das doch, Mensch. Ich dachte, du willst nur reden. Ich dachte, der wäre nur gesprächig. Was haben wir hier noch? Marcello. Sieh an, ein neues Gesicht. Willkommen im Händlerviertel. Ich hoffe für dich, dass du wegen eines Auftrags hier bist. Ja, ich habe ganz viele Aufträge zu erledigen. So, Kessel. Tilda. Hi. Hallo. Wenn du was kaufen willst, musst du mit Konrad reden. Ich arbeite hier nur. Was machst du hier vor Konrads Haus? Wir haben Konrad jahrelang unsere Erträge verkauft. Und er hat nicht schlecht daran verdient. Ich denke, es ist mehr als gerecht, dass er uns nun aufnimmt. Selbst, wenn es nur vor seiner Tür ist. Was kannst du mir über Konrad erzählen? Er hat das Haus voller Vorräte. Aber uns lässt er nicht herein. Er hat keinen Finger für uns gerührt. Nicht mal, als sie unsere Kühe geschlachtet haben. Erzähl mir davon. Die Weißen haben sie einfach mitgenommen. Und was haben wir dafür gekriegt? Ein paar Goldmünzen, die nicht ausreichen, um davon satt zu werden. Aber Konrads Kühe werden verschont. Er hat mit Carlos gesprochen und seine Kühe müssen nicht geschlachtet werden. Pah, Männer. Wo sind Konrads Kühe? Er hat sie in einem Gehege am hinteren Stadttor. Dort lässt er sie von einem Bauern bewachen. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Hat er überhaupt einen Namen? Nur unsere Elsa haben sie bisher verschont. Aber das sollen sie bloß nicht wagen, mir die Elsa wegzunehmen. Erzähl mir von dir. Es sind schlimme Zeiten herangebrochen. Wir mussten unseren Hof verlassen. Und meine Söhne,
Meine Söhne sind noch da draußen. Und ich weiß nicht, was mit ihnen ist. Es sind gute Jungs. Ich habe keine ruhige Nacht mehr, wenn ich nicht weiß, dass sie wohlauf sind. Kannst du mir nicht sagen, wie es meinen Söhnen geht? Es ist verboten, die Stadt zu verlassen. Das könnte ich doch nicht davon abhalten, einen Weg hier rauszufinden, oder? Wegen deiner Söhne. Ich werde mal die Augen offen halten. Was zahlst du denn, alte Frau? Wie heißen die? Wie heißen deine Söhne? Beppo ist der Älteste. Er ist gar nicht erst mit in die Stadt gekommen. Hoffentlich ist er nicht den Banditen in die Hände gefallen. William hat sich freiwillig zum Dienst an der Waffe gemeldet. Und Marvin, mein Jüngster, ist in der Nacht auf und davon. Ich werde die Augen offen halten. Ich werde mal die Augen offen halten. Oh, danke. Danke, ich... Ja, schon gut. Fragen wir einfach nochmal, wenn die Option eh schon da ist. Was zahlst du denn, alte Frau? Ich habe kein Gold bei mir. Aber wenn du es schaffst, die Stadt zu verlassen... Ja? Ich habe auf unserem Hof noch einen Notgroschen versteckt. Da sind ein paar Felle und die silbernen Kerzenleuchte von Uroma. Ich habe sie hinter der Scheune vergraben. Welcher Hof ist eurer? Der Hof auf dem Weg zur Vulkanfestung. Ein Ordenskrieger namens Severin hat dort jetzt das Sagen. Sind wir daran vorbeigekommen? Ich wüsste nicht, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Der hat mir weiter nach Norden gemusst an der Stelle. Was ist denn mit deinem Mann? Ingvar? Ach, der sitzt den ganzen Tag in der Kneipe und versäuft unser letztes Hab und Gut. Ah, okay, das ist die Frau von Ingvar. Ja, Ingvar ist, klasse. Und das ist Elsa, okay. So, das ist das Haus von dem... Wenn du interessiert an Waren aller Art bist, wirst du bei mir bestimmt etwas finden. Aber wenn du nur gekommen bist, um zu betteln, kriegst du meinen Stock zu spüren. Ich hörte, du lässt Tilda nicht in dein Haus. Hat sie dir das erzählt? Die alte Hexe? Ich versorge sie mit Nahrung und stelle ihr großzügig Platz zur Verfügung. Und sie jammert und heult. Naja, ist deine Sache. Lass sie doch einfach drinnen schlafen. Lass sie doch einfach drin schlafen. Hör mal, Bursche, misch dich nicht in meine Angelegenheiten ein. Hier bestimme immer noch ich, wen ich in mein Haus lasse. Hast du Arbeit? Ja, das ist gut. Hast du Arbeit für ein paar kräftige Hände? Nein. Ich bezahle schon genug Arbeiter. Ich gehe dann mal wieder. Du brauchst... dann brauchst du vielleicht jemanden, der dich beschützt. Kannst du mir ein bisschen Gold geben? Dann brauchst du vielleicht jemanden, der dich beschützt. Was soll das denn werden? Bedrohst du mich etwa? Gehörst du etwa zu den Banditen? Jetzt sag ich dir mal was. Passiert ja auch nur ein krummes Ding. Mach ich dich fertig? Ich hörte, dass Konrad mit dir geschimpft hat. Mach dir nichts draus. Er ist ein gemeiner Kerl, der es nur auf unser Gold abgesehen hat. Ja. So sollte das mit Konrad eigentlich auch gar nicht laufen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn? Du hast nur Lebensmittel, okay. Und fertig. Nee, so eigentlich nicht. Drehen wir nochmal hier. Du machst das schon. Ja, ich mach das. Alles klar. So. Das ist dann der Bandit Toni. Ja. Hallo. Drehen wir nochmal mit dem. Mach nicht so ein Aufsehen. Sonst werden wir beide noch verhaftet. Was ist denn los? Psst, nicht so laut, Mann. Die weiße Wache da hinten wird schon aufmerksam. Wenn Hernandez mitkriegt, dass ich das Haus des alten Don beobachte, kriegt er mit Sicherheit das große Flattern. Ich glaube, er hat es schon mitbekommen, mein Freund. Du bist im Auftrag des Don unterwegs? Du kannst Fragen stellen, Mann. Ja, ich habe einen Auftrag von Esteban und er wird äußerst ungehalten, wenn ich nicht tue, was er sagt. Wie du siehst, könnte ich Hilfe gebrauchen. Die Weißen machen dir ganz schön zu schaffen, was? Ja, Mann. Hernandez, der Mistkerl, hat es sich da am Eingang so richtig schön gemütlich gemacht. Es scheint so, als würde er den Rest seines Lebens da als Wachposten verbringen wollen. Verdammt. Und ich sitze hier draußen bei Wind und Wetter wie so ein Arsch. Was genau ist dein Auftrag? Im Haus befindet sich ein altes Familienerbstück des Don. Es ist ein goldenes Amulett. Wenn es die Weißen in die Finger bekommen, bin ich geliefert. Jeden Krümel Gold bringen die Weißen in die Vulkanfestung. Esteban wird mich umbringen, wenn das Amulett dahin gebracht wird. Du willst die Weißen bestehlen? Was heißt hier bestehlen, Mann? Wer hat sich denn fett in die Stadt gesetzt und macht hier schlechte Luft, hä? Das Haus und alles, was darin ist, gehört Don Esteban. Ich soll ihm zurückbringen, was ihm sowieso schon gehört. Wo genau soll das Amulett sein?
Esteban sagte was von einem geheimen Raum, den man angeblich über einen versteckten Schalter hinter einem Bild öffnen kann. Aber ich frag mich, wie man diesen Raum in dem riesigen Haus finden will, während die Weißen da herumschwirren. Das könnte interessant werden, ja. Erzähl mir mal ein bisschen über das alte Haus des Don. Es ist der riesige Bau da drüben. Die Weißen sind den ganzen Tag im Haus. Ich habe sie es selten verlassen sehen. Wenn man da einbrechen wollte, müsste man das schon nachts machen. Dann schlafen einige von ihnen. Ja, tagsüber wäre doch ein bisschen bescheuert. Ich werde dir das Erbstück beschaffen. Gute Idee, Mann. Hol mir das Ding, aber mach keinen Scheiß damit. Esteban wird mich töten, wenn es Hernandez in die Hände fällt. Okay, und wieder so eine Entscheidungsaufgabe. So, ich würde hier mal kurz speichern, aber das sieht mir auch nach Stadtgarde aus. Schmiedknecht. Ne, eine ganz normale Wache nur. Lasst mich raus. Ne, so funktioniert das wohl leider nicht. Dürfen wir hier überhaupt rein? Gucken wir mal. Ja, das dürfte an sich kein Problem sein. Okay, hier geht's nur, nach oben. Hier ist noch ein Wachposten. Ja, eine normale Wache. Und hier sitzt noch einer. Und immer dieses automatische Speichern zwischendrin. Ach, da kommen wir auch von der Seite hin. Okay. Normaler Schmiedeknecht, aber ich will hier gerade nochmal nach unten. Gucken wir uns doch mal kurz um. Oh. Du kommst genau richtig, mein Freund. Genau jetzt, wo ich mich hier bedienen will, kommst du an. So, hier ist nix. Und hier laufen einem die Wachen auch nicht hinterher. Das ist gut. Tja, hat's keiner gesehen. Dann ist es auch nicht passiert. Oder? Sagst du irgendwas? Nope. Marcello, sagst du irgendwas dazu? Ich habe einen Wildschweinfell geklaut. Nein? Alles klar. Normale Wache. Gut. Dann ist das hier der Schmied wahrscheinlich. Genau, das ist Alvaro. Und seine Frau oder Angestellte oder was auch immer. Lass mich raten. Du willst deine Waffe kaufen. Ein paar Klingen habe ich noch da. Reparaturen und Schleifarbeiten dauern länger. Also, was darf sein? So, wir haben ja als Tipp bekommen, dass wir eventuell auch was kaufen sollen. Aber das war wahrscheinlich nur so Gerede. Fragen wir mal hier. Kann ich bei dir Schwertrohlinge bekommen? Genau. Nur das, was ich im Laden habe. Aber wenn du Eisenerz hast, kann Walter dir vielleicht weiterhelfen. Wie laufen die Geschäfte? Seit wir den Auftrag für die Klingenstäbe des Ordens bekommen haben, läuft es richtig gut. Walter arbeitet inzwischen Tag und Nacht, damit alles fertig wird. Zeig mal, was du hast. Okay, jo, der hat einiges. Der hat auch ein Schild, ein Holzschild, aber das ist schlechter als das, was wir haben. Aha, Fernkampfwaffen hat er auch. Benötigt. Wow, okay. Ein Zweihänder mit Klickenschaden 50. Ja, aber teuer, teuer, teuer. Ein Bastardschwert. So viel Stärke haben wir noch gar nicht. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch 5 Stärkepunkte, damit wir hier sowas tragen können. Hier, das ist eine Machete. Klickenschaden 20, aber 5. Ah, das ist wieder so ein kleines. Wenn, dann würde ich lieber direkt das hier kaufen. Ja, gut, okay. Aber jetzt doch nicht. Da oben dürfen wir wahrscheinlich wieder nicht hin, ne? Naja, da kommt er schon. Benimm dich hier. Ja, ist ja gut. Dass die immer so eine Hektik machen. Unglaublich. So, weiter. Ja? Kannst du mir eine Waffe verkaufen? Nein. Alvaro kümmert sich um das Geschäftliche. Wie läuft's bei dir? Du hast wohl zu viel Zeit. Seit dem Gesetz des Inquisitors stecke ich bis zum Hals in Arbeit. Alvaro lässt mir kaum noch Zeit, mal in Ruhe ein Bier zu trinken. Keine Ahnung, wie lange ich nicht mehr geschlafen habe. Was ist mit Schmiederohlingen? Verkaufst du sie? Was ist mit Schmiederohlingen? Verkaufst du die? Sieht schlecht aus. Seit der Sache mit den Ruinen kriege ich keine Rohstoffe mehr. Kann man da gar nichts machen? Nun ja, es gibt da schon eine Lösung. Wenn du Eisenerz hast, kann ich dir daraus Schwertrohlinge machen. Gut, ich werde den Dialog erstmal abbrechen, denn ich werde hier einen Cut machen und im nächsten Teil reden wir dann weiter mit Walter. Bis dann.